Oh, okay. Bolo, kannst du irgendwas mit dem Fossil anfangen? Du gibst Fossil. Nee, laut deinem Onkel bin ich kurzsichtig. Deshalb habe ich eine Glaskapsel zerbrochen und habe das, was auch immer es war, entwischen lassen. Ich bin halt nicht so geschickt und manchmal etwas vergesslich. Du kannst gerne diese Brille einmal ausprobieren. Du gibst Röntgenbrille. Wow, ich kann zwar nicht besser sehen, aber ich fühle mich jetzt intellektuell. Zeig mir doch mal das Es ist eine rituelle Totenmaske, etwa 15.000 Jahre alt. Sie enthält viel Pyrit und Schwefel. Ich habe jetzt die meisten Ablagerungen entfernt und zur Stabilisierung eine Mixtur hinterlassen. Trotzdem solltest du sie nicht unbedingt im Gesicht tragen. Hier hast du sie. Du hältst die Totenmaske. Wow, Bolo, das war toll. Das ist doch nichts Besonderes. Super. So, jetzt nochmal schnell in die Kräuterquelle, bevor die Dame hier komplett abnippelt. Ah, super, das ist gut für Haut, Körper und Seele. Schöne Kräuterquelle, super duper. So, ich glaube, ich kaufe mir mal ein paar Tränke. Deswegen werde ich 200 Rubies jetzt für Items verschwenden. Ja, das macht der Graf. Willkommen in meinem Laden. So, wie viele Tränke habe ich denn jetzt? 9 Stück? Ja, das sieht gut aus. Wir haben zwar jetzt alles ausgegeben, aber dafür fühle ich mich jetzt bereit für diese Insel. Wie viele Tintenfische haben wir denn? Herztintenfische, super. So, dann gehen wir nochmal zu dem Succubus hier. Shuttle Town, Tintenschmied, zu deinen Diensten. Ich nehme die Tinte und schmelze sie. Ja, ja, komm, wir wissen's. Wir wissen, dass du auf Salomaso stehst. Feuerfrei, Mädchen. Und drauf gehauen. Super. Hey, wir haben schon 6 Herzen. So, Spuckinsel, Spinne, Schlampampeninsel. Wunderbar. Ich weiß nicht, die Musik ist nicht so geil. Da finde ich die auf der Gruselinsel da, auf dieser Friedhofinsel, wo wir die Rottige drauf haben, viel besser. So, ein Herzchen mehr, mir ein paar Autotränke. Mir geht das immer auf immer die gleichen. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen vorsichtig zu machen. So, Monstermilch, immer lecker. Will er jetzt nicht so schnell durchrushen? Na komm her. Wunderbar. Aua. Sitz aus, Platz. So, nochmal einen Schritt zurück. Fleischlutscher, das ist doch immer gut. So. Oh. Ich werde immer wieder auf diese Dinger reinfallen. Immer. Oh. Jetzt habe ich es mal geschafft, nicht drauf reinzufallen. Was ist das denn? Warum kommen die denn immer wieder? Meine Güte, irgendwann reicht es doch auch mal. Oh, schön, dass ich da Essen und so ein Kram krieg, aber es interessiert doch keinen. Ja, stimmt, hier einfach durchrennen. Okay. So, speichern. Bitte das Gerät nicht ausschalten. Wunderbar. Ich habe immer das Gefühl, ich würde hier so ewig lange herum aufnehmen und dann, wenn ich mir die Zeit wirklich im Real Life angucke, wie viel Zeit vergangen ist, passiert fast gar nichts. Die lassen aber auch keine Herzen fallen. Also Kohle kriegst du hier ohne Ende, das ist überhaupt kein Problem. Komm Mädchen, mach mal den Wow-Wow. Wuff, wuff, wuff. Wie komme ich denn da hoch? Komme ich bestimmt noch hoch. So, beim nächsten Aufnahmepäuschen muss ich halt darauf achten, dass ich dann nochmal gucke, wie man in dieses Tintenfischherzchen kommt.
Nee, ich hab's gesehen. Irgendwie habe ich so einen Blick, aber ich vergesse es immer wieder. Nein! Oh, das war so gemein. Das ist so gemein. Das ist richtig fies, ey. Boah. Ich will jetzt keinen Autotrank benutzen. Na, ich Vollidiot. Ja. Ich hab gesagt, ich wollte keinen Autotrank verwenden. Da war ich einfach zu schnell und hab den doch ausgewählt. Scheiße, bin ich blöd. Und natürlich, jetzt gibt's ein Herzchen, ne? Natürlich, warum denn auch nicht? Komm hier einfach durch. Einfach durch. Da kommt der Fledermäuschen. Einzeln seid ihr echt kein Problem. Was mit dem... Ah, ich hab dich gesehen. Mist. Ja komm, wenigstens hast du mir ein Herzchen gegeben. Auch wenn du mir zwei abgezogen hast. Was? Wer bist du? Na, ich bin der Nektar-Tor der Söhnen, verlorene Seelen, pipapo, Ort, ja, komm, kennen wir. Was ist das? Trage die Totenmaske. Warte. Ich spüre etwas Neues. Ich habe es davon noch nicht gespürt. Du hast viel gelitten in deinem Leben und hast anderen viel Leid bereitet. Du trägst eine schwere Last mit dir. Ich höre mich schrecklich an. Du darfst das Dorf der verlorenen Seelen betreten. Du wirst dein Leid und deine Missetaten vergessen und auf ewig dort bleiben. Ja, da passiert irgendwas Böses und das raubt den Leuten irgendwie so ein bisschen den Verstand und naja, mal gucken. Dorf der verlorenen Seelen. Yo! Oh ja, die Musik ist geil. Warte mal, kann ich das irgendwie so... Nee, das kann ich später wahrscheinlich. Wir kriegen hier wahrscheinlich irgendwas... Monstermilch! Woher wir die Milch von der ollen Zippe bekommen, will ich nicht wissen. Aber die Musik ist geil. Oh yeah. Auch nicht schlecht. Ach Mist. Achso, ja, da komme ich von hier ganz leicht dran. Gut, ich habe irgendwas getriggert. Kann ich auch. Okay, hier kommen wir noch nicht durch. Hier auch nicht. Guck ich mal, ob wir hier oben dran kommen. Okay, ich muss hier echt aufpassen. Ah, ich verstehe. Okay. Ich glaube, ich weiß, was abgeht. Da kommen wir noch nicht hin. Was das da unten angeht, habe ich keine Ahnung. Aber na gut. Muss ich woanders da lang. Meine blaue Münze, wo ist sie hin? Ich muss erst meine grüne Münze finden, auch wenn es ewig dauert. Ich brauche meine rote Münze. Ich muss sie haben. Ja, wer ist das denn? Willkommen im Dorf der verlorenen Seelen. Wie heißt du? Ich glaube, ich kenne dich irgendwoher. Ich weiß nicht, wer ich bin. Aber danke, dass du gefragt hast. Ach du Schreck, du bist... Ach, das ist... Wie bist du denn in diesem Dorf gelandet, mein Freund?
Ah, ich weiß es nicht. Niemand weiß, wie er hergekommen ist. Wir sind einfach alle hier. Ich weiß nur, dass ich alleine bin. Das ist so traurig. Ich bin nur wirklich glücklich, wenn ich schlafe. Wenn ich schlafe, ist es, als ob ich in einer anderen Welt bin, in der ich mit meiner Familie zusammen bin. Aber sobald ich dann aufwache, kann ich mich an nichts mehr erinnern. Wenn ich mich doch nur erinnern könnte. Sie braucht dringend Hilfe, das hört sich ernst an. Ja, das ist nämlich genau der Punkt von diesem ganzen Geschiss hier. Die Leute schlafen und dann können sie sich daran erinnern, aber solange sie hier wach rumeiern, geht's hier richtig rund. Wow, was ist das denn? Boah, Lümmel auf Doom, ey. Boah, habe ich hier irgendwie schon eine... Nee, ne? Boah, hier kann ich... Wow, okay. Uptime und hoch. Boah, zum Glück habe ich... War das der letzte Trank, den ich habe? Nee, ich habe noch einen. Ey, hier muss ich echt drauf achten, ey. Hier scheint es ein Feuer gegeben zu haben. Okay, müssen wir das vielleicht... Okay, hältst die grüne Münze. Müssen wir wahrscheinlich hier runter und jetzt die grüne Münze abgeben. Oder hier rum, hier lang. Blaue Münze. Ich nehme an, die triggern irgendwas, wenn wir die Münzen alle finden. Wer ist an der Tür? Du riechst hübsch und süß. Weißt du nicht, dass Obliette des Leidens ist. Der tiefste, dunkelste Ort im Dorf der verlorenen Seelen. Es ist nur widerliche Taugenichtse bestimmt. Verschwinde. Okay, wir sind also zu süß und zu fröhlich. Um hier aus irgendeinem Grund hier weiter rumzueiern. Das bedeutet... Du hast meine grüne Münze gefunden. Wenn alle, können wir spielen. Gut, die spielen mit uns, wenn wir hier irgendwas finden. Wir haben aber noch keine Münze gefunden. Aua, du elender Lümmel. Wir müssen die Pistole mal upgraden. Ich bin gerade, was das angeht, echt schnell. Hätte ich vielleicht ein bisschen Abstand nehmen sollen. Aber hier war ich schon. Hier komme ich nicht weiter. Nicht ohne das Item, was wir hier finden. Da gebe ich euch... Brief und Siegel. Dass das nicht der Fall ist. Aber hier war ich doch gar nicht. Oh, diese Geister! Ekelhaft! Okay. Oh, ist das gemein mit den Geistern. Ey, hier... Die Map ist richtig fies. Nee. Ich brauche noch keinen Trank. Zur Not habe ich noch einen Autotrank. Jetzt nehme ich aber mal einen. Ist vielleicht besser. Einen normalen Trank. Na komm wieder. So, weg mit dir, du Sausack. Ist halt schade, weil ich weiß echt nicht, ob die vielleicht Dauer kaputt sind, aber ich befürchte nicht. Ja, ich möchte speichern. Ich glaube, wir kriegen hier die nächste Münze. Ich
kann man denn sonst hier speichern? Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Ich hatte es im Urin. Hört sich eklig an, aber es ist eine Redewendung. Ja, komm, speichern wir mal ab. Im Fall, dass was passiert, dann müssen wir hier... Bei der Insel kann echt alles passieren. Okay, ich kann hier nicht durch, aber ich kann hier abwarten, bis der Typ weg ist. So, bloß weg hier. Ja, wenn die irgendwo auftreten, dann sind die gar nicht so schlimm. Aber nicht, wenn sie direkt in mir spawnen oder in der Nähe von mir. Gut, den brauche ich weiterhin. Später dann. Einfach hier durch. Die kommen wieder. Okay, sprich mit dem blauen Spieler, dann können wir das Spiel anfangen. Lass uns das Ratespiel spielen. Bei dem Spiel geht es darum, uns alle drei nacheinander zu besiegen. Auch wenn du nur einmal falsch rätst. Auch wenn du nur einmal falsch rätst, musst du wieder von vorne. Okay, wenn du alle, gehört der Schatz dir. Sag, Kopf oder Zahl. Werfen und Kopf, richtig. Ist das gleich oder ist das random? Zahl, richtig. Okay, wenn ich jetzt... richtig rate. Versuch's nochmal. Okay. Kopf. Oh, ernsthaft? So ein Scheiß. Man kann's auch in die Länge ziehen. Also ich muss dreimal abraten. Oh, Glück gehabt. Hier dein Preis. Super, du hältst das Medaillon erhalten. Was kann ich denn mit dem Medaillon machen? Bild von einem Mädchen und zwei älteren Jungen. Zeigt das Bild von einem Mädchen und zwei Jungen. Ein Medaillon, ist das meins? Ja, hier. Du gibst das Medaillon, okay. Also, kommt es dir bekannt vor? Ja, irgendwie schon. Ich werd es mal öffnen. Oh, schau dir das an. Meine Brüder. Ich habe zwei Brüder. Jetzt kann ich mich ganz deutlich an sie erinnern. Hier rechts, der so groß und hübsch ist. Das ist mein großer Bruder. Haha, und der da links, der da so... das ist so ein Dummkopf manchmal. Er ist auch älter als ich, aber nur ein bisschen. Sie haben früher immer auf mich aufgepasst, aber... das sollte noch jemand sein. Kein Problem. Beschreib einfach, woran du dich erinnerst. Also mein Träumen kommt und geht sie. Sie ist hübsch, schlau und ich will genauso sein wie sie. Sie ist meine beste Freundin auf der Welt, aber wenn ich versuche sie zu greifen, dann was dann? Ich weiß nicht, irgendwas geht dann immer schief. Ich muss sie irgendwie verärgert haben. Ich würde ihr einfach gerne sagen, wie wichtig mir ihre Freundschaft ist. Ich versuche sie zu fassen, aber sie rennt weg. Dann wache ich auf und ich bin wieder hier. Ich glaube, ich verstehe dich. Echt? Ja, ich verspreche dir, ich werde deine Freunde finden und dir sagen, wie du dich fühlst. Oh, vielen Dank. Weißt du, ich denke, irgendwann kann ich diesen Ort wieder verlassen. Aber jetzt bleibe ich erstmal hier und träume von unseren gemeinsamen Abenteuern. Oh, es gibt hier jemanden, der deine Hilfe gebrauchen könnte. Du kannst ihn mit diesem Licht herbeirufen. Hab keine Angst, wenn du ihn siehst, okay? Hoffnungsflamme. Okay, gut, von mir aus. Ich kann jetzt damit auch ein Feuer entfachen. Warte mal. Ja, ich muss da irgendwie hoch. Ich hab's gewusst. Ihr Lümmel. Möchtest du die Hoffnungsflamme benutzen? Hier geht mal gar nichts. Du gibst die Hoffnungsflamme. Wer ist das? Wer hat das Feuer angezündet? Du solltest nicht hier sein. Wie nennt man dich, junge Dame? Shantae, Sir.
Shanté, komischer Name. Ah, stimmt. Ich habe auch einmal eine Tochter. Aber ich vergesse alles. Auch eine. Normalerweise nicht ein. Ich vergesse wohl alles. Joker an der Tür. Er sagt, das hier ist das Dorf der verlorenen Seelen. Ich bin zu dieser Insel gekommen, um jemanden zu suchen, den ich verloren habe. Ich schieße Kobolde und drehe um. Drehe um Baumstämme, um sie zu erreichen. Wie war denn ihr Name? Hoho, das ist peinlich. Ich erinnere mich nicht. Ich bin viel zu lange hier gewesen. Vielleicht schon viele Jahre. Ich muss den Joker an der Tür treffen. Zeig ihm meine Faust. Vielleicht haue ich ihn dann mit einer Leiter. Was? Du solltest auch von hier verschwinden, ehe du auch vergisst, warum du kamst. Oh, ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich muss das Böse von diesem Ort zerstören. Hohoho, mutig. Ich wäre stolz, wenn du meine Tochter wärst. Hier, damit kannst du ohne Probleme rein. Ich kümmere mich um den Joker. Männlichen Moschus... Eieiei, also hier... So, wir müssen jetzt hier runter. Haha, war ich zu schnell für euch, ihr Lümmel. So, jetzt hier runter. Und dann muss ich hier den Moschus freischalten. Wunderbar. So. Oh Mann. Du riechst wie ein mutierter... du riechst wie ein mutierter Büffel. Ich würde sagen, ich mache hier aber mal ein kurzes Aufnahmepäuschen, weil erstens muss ich noch mal ganz dringend auf Toilette. Und zweitens bin ich schon wieder viel zu lange am Aufnehmen. Also bis dahin grüßt mir den Zukunftsgrafen und dann geht's auch beim nächsten Mal hier weiter. Und ja, also beziehungsweise ich werde kurz Päuschen machen, dann hier weitermachen, aber für euch wird es dann in der nächsten Folge weitergehen. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ups.